Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wir und heute den Podcast von Korrektiv Ruhr mit Martin Kais. Und mit David Schraven, der Gastgeber ist, mein Gastgeber, immer liebevoll Kaffee kocht, mir Fragen stellt. Ja, ich bin auch nett. Aber weißt du was, ich bin diese Woche, Leute finden mich nicht in Ordnung. Ja, ich kriege es dann zu hören. Mir sagten, was mit diesen Menschen? Ja, ich habe vor allen Dingen gehört, weil ich die Groschek-Initiative gegen die Bürgerinitiativen gesagt habe, ich finde das Quatsch, dass es eine Initiative gegen Initiativen gibt, die von der Regierung geführt wird. Finde ich Quatsch. Und dann haben die mir gesagt, so, David, das ist ja wohl das Allerletzte. Findest du das auch? Ich, das ist ein bisschen schwierig. Ich finde die Initiativen, da gab es doch jetzt eine aktuelle Debatte in Bochum, wo man sich gegen Straßenbahnen auch wehrt. Da gibt es Bürgerinitiativen dagegen, dass in Langdreher eine Straßenbahn eingeführt werden soll. Habe ich nur gehört, ich habe keine Ahnung. Ich finde manchmal diese Initiativen, also böse gesprochen könnte man sagen, sowas wie Auschwitz würde es heute nicht mehr geben, weil der AfD-Wähler einen Juchtenkäfer finden würde, der die Ansiedlung einer solchen großen Einrichtung in seiner Nachbarschaft verhindern würde. Das ist die gute Sache. Wir reden da gleich weiter drüber. Jetzt starten wir erstmal. Ah, moin Licht. Ah, Licht. Und nun herzlich willkommen zu Wir und heute. Dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Ja. Martin, ich möchte mit dir noch mal ein bisschen über diese Initiativen gegen Initiativen reden. Ne? Weil ich glaube, grundsätzlich ist ja nichts dagegen zu sagen, dass man sich als Regierung dafür einsetzt, eine Mehrheit zu finden bei der Bevölkerung. Ja. Darum geht es ja in der Demokratie. Ja. Ne? Aber wenn ich doch die Mehrheit habe, die haben mich gewählt, dann darf ich ja Sachen umsetzen. Und wenn Leute da doof finden, gründen die eine Initiative und dagegen kann ich mich ja dann mit den Mitteln der Macht wehren. Ich glaube, es sind zwei Ebenen einfach. Also so eher als Demokrat sagt, pass mal auf diese ganzen Partikularinteressen, die ja schon lange bevor auf dem rechten Spektrum ganz viele Parteien entstanden sind, sich immer mehr in Kommunalparlamenten abgebildet hat. Das ist sehr nervig, dass die Leute nicht ans Große denken. Und das glaube ich, ist auch innerhalb der Volksparteien schlimmer geworden. Also in der SPD, die hatte schon immer die Tendenz, sich selbst auseinanderzunehmen, zu zerlegen, Gewerkschafterflügel, linker Flügel, Seeheimer und wie sie alle heißen. Und das einfach mal auszuhalten, dass in einer Sache, die mir vielleicht wichtig ist, die Mehrheit meiner Partei eine andere Meinung hat, das ist, glaube ich, immer mehr verloren gegangen. Und das ist also das ist in Rentenfragen, bei der Erbschaftssteuer, bei TTIP, bei CETA, bei Auslandseinsätzen und. Und ich glaube, da hat Michael Groschek jetzt mal nicht so sehr als Minister, sondern so als Werbeiziger, Sozi, mal so seine Meinung gesagt. Ich finde das ja richtig. Die haben jetzt letzte Woche ihre Initiative vorgestellt. Ich finde ja grundsätzlich richtig, für eine Mehrheit zu werben für ein Projekt. Gerade bei den Projekten, die gerade wichtig sind, wie die Rheinüberquerung, eine Brücke bauen. Das ist ja nicht schlimm, das ist gut. Das wollen wir alle. Wir wollen Brücken bauen. Über den Rhein, vor allen Dingen welche, die erhalten. So, und da kann ich doch eine ganz normale Bürgerbeteiligung machen, kann den Leuten sagen, da gibt es ein Handbuch. Der Bundesverkehrsministerium hat ein Handbuch gemacht für gute Bürgerbeteiligung. Ja. Da kann ich die doch einladen und kann sagen, hör mal, so können wir darüber diskutieren, sollen wir das machen? Das ist ja alles da und da. Warum muss ich dann sagen, ich mache eine Bürgerinitiative gegen die Bürgerinitiative? Ja, okay, ich weiß nicht, ob ich wirklich eine Bürgerinitiative machen will. Das war so ein Hilfeschrei. Ja, okay. Lassen wir das dabei bewenden. Lassen wir das dabei bewenden. Ich werde die fragen. Jedenfalls ich darf ja noch zum SPD-Parteitag als Gast. Ich glaube, Herrn Schraben wird man nicht begrüßen. Mich finden die nicht nett. Die finden, das ist der den Groschek anmacht wegen der Initiative, gegen die Initiativen, die eine Politik machen gegen seine... Ich weiß auch nicht. Jetzt machen wir die Top 3. Unsere Top Licht. 3. Du machst Licht. Die Top 3. Top 3 von Wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Wir machen die Top 3, die wichtigsten drei Geschichten, die dir in dieser Woche begegnet sind. Ja. Deine dritte. Und dann hat man mir irgendwann gesagt, achte auch mal ein bisschen aufs Regionale. Meine Top 3, gerade noch auf der Herfahrt im Radio gehört, ist die neue Aldi-Werbung. Also Aldi hat ja noch nie Fernsehwerbung gemacht, Lidl macht das schon länger. Und bei Aldi ist das immer ein bisschen problematisch, weil es ja diese berühmten zwei Aldis gibt, Aldi Nord und Aldi Süd, wobei Aldi Nord im Ruhrgebiet im Osten und Aldi Süd im Westen ist. Und die Aldi-Grenze geht ja auch mitten durchs Ruhrgebiet, deshalb kann man beim WDR zum Beispiel kaum Werbung schalten, wenn man nur als Aldi Nord schaltet. Deswegen macht man keine Werbung. Ich meine, die verkaufen nein, das nicht. Die haben, was machen die? Ich kaufe dann nur Katzenfutter
und Chipse. Und wie schmeckt das Katzenfutter so? Ich weiß nicht, meine Katze isst es nicht mehr. Also die Aldi-Werbung sagt ja sozusagen, das ist ja so eine große Simplify-Your-Life-Reklame. Ne? Also im Supermarkt bei Rewe, Edeka und wie alle heißen, da hast du 95 Joghurts, bei Aldi 2 mit und ohne. Da gehst du schnell raus. Ich muss sagen, diese Werbung, also die sehr mit Kindern arbeitet im Fernsehen, was hast du gesehen? Nee, er sieht ja nicht fern. Doch, ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Da wusste ich aber nicht so genau, dass es um Aldi ging. Da waren komm, irgendwie, das kam zum Schluss. Ja, aber ich weiß nicht, was die mir verkaufen wollen. Das Einfachheit, war da, zurück zum Einfachen, zum Klaren. Also die Kinder beschweren sich, ihr Erwachsenen hängt immer rum, wie habt ihr Zeit? Man hat, und die einfache These ist, man hat mehr Zeit für die Kinderbespaßung, wenn man bei Aldi einkauft. Und da sage ich dir was, da ist was dran. Ich bin ja der Experte für vergleichende Discountwissenschaft. Und ich habe früher meine Aldi-Einkaufszettel wirklich nach der Lage im Supermarkt schreiben können. Also ich habe dann geschrieben, Kaffee, Kekse, in der Reihenfolge, wie ich die Produkte im Laden finde, falls ich mal jemand geschickt habe. Und dann konnte man das so abarbeiten. Da ist selbst Aldi unübersichtlich geworden. Ich finde nur diese Strategie Simplify Your Life, Kauf bei Aldi, deshalb ein bisschen zynisch, weil man ja auch sagen könnte, Hartz IV, Simplify Your Life. Nicht mehr diese Schwierigkeit, so lange zu überlegen, wofür man sein Geld ausgibt. Ist ein bisschen heikel, aber interessant. Da tut sich was. Aldi öffnet sich. Man hat mittlerweile sogar einen Pressesprecher. Und man hat Prozesse und man gibt das Geld Erbschaften aus. Ja, ja. Und da ändert sich viel. Und das ist aber Ruhrgebiet, Aldi. Ja, Ruhrgebiet. Du mit deiner drei. Ja, meine drei. Meine drei ist überhaupt nicht lustig. Drei ist ganz schön schlimm. Meine drei war diese Woche dieser Flüchtlingsjunge, der mit 16 Jahren Attentat machen wollte. Ja. Der wollte sich in die Luft sprengen oder so. Der hat im Internet Bombenpläne gesucht und sowas. Fand ich total schlimm. Ey, was muss mit einem Kind los sein, dass so ein Junge 16, das ist ein Baby, also der gerade sprechen gelernt quasi, ne? Dann ist der halt einmal quer durch die Prärie gelaufen, ne? Und dann kommt er hier hin und dann denkt er hat so viel Hass, dass er uns töten muss. Ich meine, das finde ich schlimm. Das macht mich total traurig. Ja, das kann ich auch traurig machen. Also wenn Kinder töten, macht das immer traurig. Und wenn Kinder sich selbst töten, ich habe den Fall gar nicht so im Kopf, ja, dann macht das noch trauriger. Dann ist irgendwas ganz schlimm schiefgelaufen. Und dann, ja, das ist mit meiner alten Hippie und sage, liebt euch, da habt ihr euch immer lieb. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, was man machen kann. Aber das hat mich echt bedrückt. Und das war so wir meine müssen nur bei diesen ganzen Meldungen immer aufpassen. Da zieht einen runter, ne? Ja. Aber bei diesen ganzen Meldungen müssen wir mal aufpassen, wie sehr die interessensgesteuert sind. Also inwiefern man uns sagen will. Also Bayern und Würzburg und München und so. Also die dienen ja auch immer Interessen von Leuten, die sagen, wir haben es gemerkt, dass da einer ist. Oder es gibt den Leuten, die sagen, wir wollen mal hinweisen, die Gefahr ist viel größer. Ja, das kann auch sein. Aber in dem Fall war das ja in Düsseldorf, dass sie den gefunden haben, mit konkreten Anschlagsplänen wohl. Ich weiß nicht. Denkt man da an eigene Kinder? Ich denke da ein bisschen auch an eigene Kinder. Ich sehe dann auch so meine Jungs vor mir, weißt du, 13, 9, so liebe Kerle. Der eine, der Große, der wird jetzt gerade 14 und dann muss der sich mit Gedanken beschäftigen. Mhm. Was ist da schlimm? Also ich meine, ich würde den am liebsten in den Arm nehmen und sagen, Junge, wir haben Pferde auf der Wiese, guck dir Pferde an. Ne? Mhm. Aber vielleicht ist das auch so, wenn du in den Heimen sitzt und nicht arbeiten kannst und merkst, was dir alle, wie sie dir auf den Sack gehen. Ich weiß nicht, ich finde das schlimm. Ich glaube, man muss das machen. Mach mal weiter. Ich lasse das so stehen. Also meine zwei ist eine Wiederaufnahme. Zum zweiten Mal dabei, nächste Woche nicht mehr wiederwählen. Ist immer noch das sogenannte Turbo-Abitur. Habe ich auch noch mal. Bei der SPD auch irgendwie belabert demnächst wieder. Gestern sah ich in meiner Lokalzeit den großartigen Hammer-SPD-Abgeordneten Mark Herter. Der hat irgendwas gesagt, ich habe es mal vergessen. Man will ja beschließen. Man will jetzt beschließen und also so bei dem SPD-Landesparteitag wird man irgendwas beschließen, dass man seine eigene Politik jetzt nicht verstanden oder endlich verstanden und dann nicht mehr so gut findet. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das geht darum, so lange nachzusitzen, bis man Abi hat. Ich glaube, das ist der Plan. Ich finde zwei Sachen. Ich bin immer für alles, wo der Philologenverband dagegen ist. Das ist so Tradition. Ich komme auch vom Gymnasium. Da gab es damals einen GEW-Lehrer bei uns am Gymnasium. Ich war Schülersprecher hier. Wir haben alle Macht den Räten, hieß es damals. Bei uns noch so Schülerrat. Wir haben ganz schlimme Sachen gemacht, egal. Mhm. Und sobald Philologenverband ins Spiel gab, wusste ich, okay, mit denen nicht. Ja? Da gibt es keine Zusammenarbeit, keinen Schritt gehe ich auf die zu. Ja. Das waren auch echt merkwürdige Leute. So. Und ich glaube, im Grunde will man diesen alten Kampf, wir retten unser Gymnasium, immer noch wieder führen. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, ist das bestehende G8 so hermetisch,
Also weil die sogenannte Mittelstufe, die SEC 1, anders getaktet ist als an den anderen Schulen, dass also der Wechsel zwischen Gymnasium und den anderen minderwertigen Schulformen nicht gerne gesehen wird. Also es geht runter, also Downsizing geht immer, ne, ab vom Gymnasium ab auf die Realschule, aber halt dieses Zurückkehren sieht man nicht so gerne. Das ist das eine. Das andere ist, weil dieses fürchterliche Wort immer wieder auftaucht, Wording. Ja, Wording. Es kommt an aus Wording, also die richtigen Begriffe zu finden, hat übrigens schon Lenin gesagt. Lenin hat gesagt, so, Wording is bad. Yo, Wording is bad. Lenin hat gesagt, es geht darum, die richtigen Begriffe zu finden. Ja. Also, wenn wir den Kapitalismus Kapitalismus nennen, ist das was anderes, als wenn wir ihn Marktwirtschaft nennen. Und ich glaube, wenn man Turbo-Abitur sagt, ist das was anderes, als wenn man sagt, weiß ich nicht. Stress-Abi. Lust, ja, irgendwas. Na, also, was wäre denn dann der Gegensatz zum Turbo-Abi, das Bimmelbahn-Abitur? Man kann alles werten und abwerten durch Begriffe. Und ich glaube, das ist das Achter, die hätten einfach mal ihre Lehrpläne entschlacken sollen. Ich glaube, genauso wie bei dieser Scheiße mit Bachelor und Master, wo man dann das, was bisher so in 17 Semestern geleistet wurde, auf einmal auf 6 Semester komprimiert, hat man den Fehler gemacht, dass keiner dieser Fachbereiche, ob das nun die Lateiner oder die Franzosen oder Geografen sind, gesagt hat, auf irgendwas, ja, auf Kontinentaldrift kann man mal verzichten. Dann schreien die, nein, das geht nicht. Das wird eines der Probleme sein. Und jetzt noch was. Ich bin jetzt allen Ernstes, Achtung, der gelebte Kompromiss, schreibt es mir auf die Brust, ich bin für ein Abi mit 8,5 Jahren. Ich frage mich jetzt, warum? Warum? Weil in meiner Schulzeit war die schlimmste Phase die 13.1, das Warten aufs Abitur. In der Ende der 12 war alles abgeschlossen, wir hatten die Punkte quasi zusammen. 13.1 war nur noch so eine Wiederholung dessen, was wir schon gemacht haben. Und man hat rumgegammelt und geschimmelt und darauf gewartet, dass endlich die abiturrelevanten Klausuren losgehen. Und dann konnte man 8,5 Jahre überlegen, die würden ein halbes Jahr gewinnen, wo die Lehrer auf einmal keinen Stundenplan haben, wo die auf einmal ein halbes Jahr rumsäßen und kreativ sein müssten. Also neu planen, Ausflüge machen, die Bibliothek anstreichen, mal eine App programmieren, irgendwas anderes machen. Versucht es doch mal. Das ist eine Bombenidee. Aber ich glaube mittlerweile bei diesen G8, ich habe mir das auf meinem Zettel. Ist bei dir auf einer anderen Stelle? An einer Stelle. Ich habe das aber auch, weil ich das so spannend finde. Ich glaube, das ganze Ding entwickelt sich in eine ganz andere Richtung. Ja. Ich habe ja schon gesagt beim letzten Mal, ich glaube, von der Lörmann-Seite aus her geht es darum, Wahlkampf zu führen, nicht mit dem Sinne, Stimmen zu gewinnen, sondern sich politisch für neue Bündnisse zu öffnen, nämlich das Bündnis mit der FDP möglich zu machen. Und aber für FDP mich ist so eine Achter, ne? Die sind doch für G8, oder? Die sind Survival jetzt auch, of the fittest. Nein, die sind jetzt auch für G8, G9, die können sich da alles vorstellen, Hauptsache Wahlfreiheit. Ich glaube, weißt du, worum es geht, dass man die Kinder ausbilden möchte, das wird komplett außer Augen verloren. Und für mich ist das so, diese ganzen Regelungen, diese G8,5, G3,4, G16, das sind alles Versuche, wo die Katze um den Brei kreist und nicht essen will. Essen heißt hier in dem Fall, wir brauchen einfach ordentliche Gesamtschulen, so wie die das in Finnland machen, wo die damit klarkommen, wo die das variabel halten. Wir haben die Inklusion, die müssen wir einführen. Ja. Wir haben diese ganzen Schulsysteme, die wir einführen müssen. Das kann man doch sinnvollerweise nur in einer Form machen. Und das ist eine harte Revolte. Aber diese Nummern habe ich im Lokalwahlkampf. Also jeder, der den Kopf aus dem Fenster hält und sagt, ja, ich bin dagegen dieses 400 Jahre, ich bin dafür dieses 400 Jahre alte Gymnasium, diese alte Lateinschule, von Nonnen gegründet, von Priestern übernommen, die sehr an den Wohlergehen der Jungs und dem eigenen interessiert waren. Ja. Wer sagt, diese Bude will ich zumachen, der hat auch als Lokalpolitiker keine Chance. Ja, aber das kann doch nicht die Perspektive sein. Da muss man doch normalerweise sagen, wir haben im Programm, wir wollen mal eine klare Lösung, dann diskutieren wir und wenn es sein muss, nur 20 Jahre. Stattdessen werden so Kompromisse gemacht und jetzt wird gerade wieder eine Kompromisslinie offen gemacht. Du sagst halt, da werden keine Entschlackungen gemacht, aber im Kern geht es ja nicht um die Entschlackung. Im Kern geht es darum, nur wieder aus einer Bildung das nächste kompromissfähige Brei zu machen, den man dann versucht, an der Wand zu nageln. Also du bist für eine Schule für alle mit unterschiedlichen Tempi, Qualitäten und Fähigkeiten und auf die einzugehen. Ich bin da nicht nur für, ich halte das für die einzige Lösung, die wird früher oder später kommen und die werden so lange um den Brei kreisen, bis die Katze trotzdem fressen muss. Ja, aber was sind das für arme Leute, die nur noch dieses mein Sohn ist mal auf dem Gymnasium, haben, um ihre eigene Qualität, die ihrer Samen, die sie damals verwendet haben, um dieses Kind zu zeugen, zu unterstreichen, haben die sonst nichts mehr. Ich weiß nicht. Sind die Tennisclubs mittlerweile auch offen für alle? Oder Polo ist noch so eine... Polo wird die letzte... Polo.
Ja, meine zwei. Ich habe nämlich eine Autobahnbrücke, ne? Und ich finde. Du hast eine. Ich habe eine. Ich habe 700 Millionen für eine Autobahnbrücke auf der A1 in Leverkusen. Ja. Übrigens, ganz kurz, ich bin heute über die A2 gefahren, bei euch in Bottrop vorbeikommen, Oberhausen. Da waren über die A2 8 Brücken am Stück über die Autobahn. Und Hammer. So und alles funktioniert. Ja, jetzt deine A1-Brücke. Nimm meine A1-Brücke. Ich finde das. Ich möchte mal eine gute Nachricht bringen. Ja. Wie die ganze Zeit bin ich am Meckern und ich möchte eine gute Nachricht. Moment. Tata, die gute Nachricht. Gute Nachricht. Nee, wir haben 700 Millionen, wir können so eine dösige Brücke über den Rhein erneuern. Ja. Das finde ich schön. Und da möchte ich auch keine Bürgerinitiative haben, die dann sagt, das ist doof. Ich möchte einfach eine Regierung haben, die sagt, wir bauen das jetzt. Okay. Und wenn dann einer einen Hamster da findet auf der Brücke, dann darf er den mit nach Hause nehmen. Und deine Gut, Eins. Meine Eins ist, ich muss zugeben, ist meiner Ignoranz vielleicht geschuldet. Meine Nummer Eins ist in dieser Woche der RRX, der Rhein-Ruhr-Express, der ja 2018 kommt. Lange versprochen. Und jetzt habe ich erfahren, man klebt dran? Einfach Aufkleber auf den Regionalexpress. Nee. Doch, man nimmt einfach den Regionalexpress auf, klebt da RRX drauf und fertig ist das ganze Ding. Wirklich? Nee. Weil es stand im Lokalteil Essen. Es ist so eine großartige Geschichte. Also Clement damals, wir bauen den Transrapid, diesen Einschienenhängebahn, also diesen Magnetschwebebahn, diese Magnetschwebebahn. Alle im Kabinett haben gesagt, Alter, hast du es. Als Clement weg war, alle, hurra, ja, wir sind diesen Transrapid los. Es muss was getan werden, die schnelle Verbindung zwischen Köln und Dortmund, enge Rheinschiene, wissen wir alles. Dann wurde der RRX erfunden. Und dann hieß es doch immer, der kommt, 2018. Und ich habe mich immer gefragt, wie machen die das? Nichts gesehen, keine Baumaßnahmen, keine Sperrung, ja. Nichts, der ist auf einmal da. Letzte Woche gab es eine große Beilage in den Funke-Zeitungen, vierseitig zum Aufklappen. Das ist der RRX, er kommt. Und da stand in meinem Kleingedruckten im Verkehrswegeplan 2030. Da dachte ich mir, dann waren Hostessen entlang der Strecke, waren jetzt letzten Wochen. Haben sie Mädchen gestellt, Mädchen mit dem Aufkleber. Das ist der Mittelrapid geworden, Mädchen mit Aufkleber. Der RRX. Oh, Mann. Wird ein Aufkleber auf einer auf einem Regionalexpress, muss man der Fernsehhalber sagen. Und das Geile ist, die gehen davon aus, dass ihr RRX bis 2030 endgültig fahren wird, wollen sich aber für 2028 für die Olympischen Spiele bewerben. Das wird sich ja, wahrscheinlich auch verschieben auf 34. Das finde ich unglaublich. Das ist wirklich meine absolute... Das macht Kopfschmerzen. Das Ganze ist... Natürlich auch wieder ein grünes Projekt, so zeitgeistmäßig heißt das ja immer Entschleunigung. Die haben wahrscheinlich einen Hamster gefunden. Entschleunigung. Da sind Hamster. Meine Eins kommt auch aus Essen. Das ist halt der Schwarzmarkt in Essen. Da nimmt er mir die Nummer weg. Erzähl. Nein, ich finde das wunderbar. Der Zuhörer weiß nicht, worum es geht. Die haben in Essen, muss man Autos haben. Überall, in jeder Stadt muss man Autos haben. Da muss man lange warten in einer miefigen kleinen Butze und muss sich eine Wartekarte ziehen, 3 Stunden abhängen. Dann darf man sein Auto anmelden mit einem Nummernschild. Ja. Da haben jetzt findige Leute... Ja. In Essen haben das so gemacht, die verkaufen die Wartekarten. Die warten 2 Stunden und dann sagen die halt Stundenlohn, Mindestlohn 8 Euro. Das heißt, du kriegst die Wartemarke für 2 Stunden warten für 16 Euro. Das ist großartig. Ich finde das total toll, dass Leute diese Lücke sofort gestopft haben. Das ist Kapitalismus. Kapitalismus ist, du findest einen Markt, du findest eine Lücke und dann füllst du die aus. Jetzt müssen wir ganz kurz jingeln, weil das war ja bei mir die Idee der Woche, wäre das vielleicht. Ich habe den falschen Jingle. Wir wollen wissen, was passiert. Die Überschrift. Dann machen wir jetzt die Überschrift der Woche. Was ist denn die Überschrift für dich, die du lesen willst die kommende Woche? Wir sind übrigens bei Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Und neben mir sitzt David Schraven, ein wahnsinnig kluger investigativ arbeitender Journalist, mit der eigentlich sein Gesicht nochmal sich zeigen darf, weil dann alle Interviews mit ihm. Martin Kais hat jetzt die Überschrift der Woche. Martin, was ist deine Überschrift der Woche? Ja, meine Überschrift der Woche ist Schalke, 6. Niederlage im 5. Spiel. Du Arsch. Das fürchte ich. Nein, mir geht das wirklich einen Namen. Also ich lache jetzt, weil er lacht. Ich finde, so geht das nicht. Leute, ihr müsst da was machen. Kein Mensch will Schalke in der 2. Liga sehen. Und jetzt kommt was übergreifend. Die Stadt Bochum hat so eine Werbekampagne.
Die fahren Busse nach Düsseldorf, nach Stuttgart und nach Hamburg und laden dann Leute ein, Bochum zu besuchen. Die werden also abgefischt. Im Ernst jetzt? Das wollen die machen. Das Motto ist irgendwie, weiß ich nicht. Und jetzt haben die das ekelerregende Motto irgendwie Stuttgarter endlich mit uns in einer Liga. Das ist so, und Ben Redelings, den ich sehr schätze, dieser Fußballexperte aus Bochum, der gibt seinen Kopf für das Plakat her. Also die schütten Häme darüber aus, dass der VfB Stuttgart mit dem großartigen Kevin Großkreuz jetzt auch in der zweiten Liga spielt und heißen die willkommen, laden dann die Leute im Stuttgart am Opernplatz oder vor Stuttgart 21 ein, karren die nach Bochum, aber bringen sie wieder zurück. Und das meinst du, da droht dann den Schalkern, wenn die absteigen? Aber ich nein, ich finde das nicht schlimm. Weißt du, was ich halt schlimm finde bei der ganzen Nummer? Wenn Schalke absteigt, ist halt nicht nur ein Abstieg in die zweite Liga, sondern dann bricht ein Kartenhaus zusammen. Das wollen wir alle gar nicht erleben. Ja. Das tut mir so weh. Was sind deine Überschriften? Meine Nummer eins ist: NRW-Koalition aus Rot-Grün einigt sich auf Wahlprogramm. Warum denn das? Weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass die nochmal auf ein Wahlprogramm kommen. Wie soll das gehen? Guck mal hier, wir haben einmal die Initiativengeschichte von Groschek. Mhm. Wenn der jetzt bei den Initiativen, gegen die Initiativen, die Grünen eingeladen hätte, zu sagen, wie können wir Bürgerbeteiligung machen, hätte daraus ein Wahlprogramm werden können. Hatten die ein gemeinsames Wahlprogramm? Nee, aber die hätten gemeinsame Ideen, wo man sagen kann, daraus kann eine Koalition sich erneuern. Ja. Diese Turbo-Abi-Nummer. Mhm. Die Löhrmann, die hat ja nicht nur gesagt, dass sie jetzt auch für Wackel-Abi ist, von, wie war das noch, von 8 bis 14 Jahren. Ja. Die hat jetzt auch gesagt, obwohl sie in der Regierung ist, sie ändert nichts. Obwohl sie könnte, weil sie in der Regierung ist. Also, was sie will, ändert sie nicht. Also, verstehst du? Ich habe auch nur nicht. NRW-Abi, ja. Ja. Also, und das finde ich halt schlimm. Und dat, ich würde mal gerne sehen, welche Ideen gibt das, gemeinsame Ideen für eine Mehrheit in NRW? Nee, und das glaube ich eben nicht. Und da bin ich gerne anderer Meinung. Ich glaube, die sollen mal verdammt nochmal erkennbar andere Ideen haben. Ja, die sollen nicht von vornherein so tun, als seien die Grünen irgendwie der Öko-Ableger der SPD. Oder die Grünen sollen nicht so tun, als sei die SPD die gute alte Tante, die man ab und zu mal beerbt und beklaut oder sonst irgendwas. Die sollen doch mal erkennbar ihr Programm machen. Und da finde ich diesen Groschek, das ist natürlich auch Wahlkampf, wenn er sagt, Initiative gegen die Initiative. Die sollen mal, so, und dann, wenn die Wahl gelaufen ist, also ich glaube, erkennbare Parteien, wo ich weiß, da gibt es eine Grenze zwischen diesen Grünen und der SPD und auf der anderen Seite auch wieder zur FDP. Ist doch super, finde ich toll. Martin, du hast mich überzeugt. Wir machen trotzdem weiter. Jetzt, jetzt machen wir mal den richtigen. Nee, das finde ich total. Verstehst das du fand so, dass ich mich spannend nee, da ist? Du hast mich überzeugt. Oh, hast recht. Oh. Habe ich Quatsch gesagt. Siehst du, muss man zugeben, wenn man Quatsch jetzt gesagt den, hat. Jetzt machen wir den letzten. Wir kommen zum nächsten Punkt, zum Ende unserer Sendung schon fast, zum Typ der Woche. NRW ist voller Menschen, die unser Leben prägen. Wir wollen einen kennenlernen. Den Typ. Martin, dein Typ der Woche. Ja, und da bin ich jetzt durcheinander, weil wir haben irgendwann gesagt, wir legen Idee und Typ zusammen. Also man ist nur Typ, wenn man auch eine Idee hat. Und es ist eben genau jener Mensch in der Kfz-Zulassungsstelle in Essen. Ich dachte, Mensch, warum bist du nicht selbst auf diese Idee gekommen? Ich habe morgens, das Problem ist, ich komme direkt aus dem Bett morgens um 6. Ich würde es sofort machen, ja. Ich kenne das in Berlin, der öffentliche Nahverkehr, da gibt es immer Menschen, die verkaufen dir gebrauchte 24-Stunden-Tickets. Das finde ich super, ja. Also so wie die jetzt zustande kommen. Dafür sammeln die ein? Ich habe mich schon immer gewundert. Ach, du bist ja nur abgegriffen. Ach ja, so. Die sagen immer, hast du noch ein Ticket über? Und ich denke mir, klar, kannst du haben. Und dann verscherbeln die das weiter. Ja. Ach, siehst du, wo ein Mensch da ein Markt. Das, und es funktioniert. Ich liebe Kapitalismus. Es funktioniert. So wie ich das manchmal mache, dass ich mein Parkticket weitergebe. Das darf man auch. Also wenn das nicht privat ist, sondern ein öffentliches Parkgelände, habe ich jetzt gehört, dann, wenn du das nicht abgeparkt hast, kannst du das an den Nächsten weitergeben. Das mache ich aus Prinzip. Und deshalb finde ich diese Initiative in der Kfz-Zulassungsstelle in Essen toll. Wobei man eins jetzt sagen muss, ja. Ich habe es mir ja auch erst erklären lassen. Du fährst sicher, wenn du dir einfach online vorab einen Termin geben lässt. Entspannt bis zum geht nicht mehr. Also ich war auf der Kfz-Zulassungsstelle, ich war 5 Minuten vor meinem Termin da. Ich habe 3 Minuten gewartet. Tolle Sache. Das geht natürlich den armen Jungs, die diese... Man hat die ja behelligt mit Sicherheitseinsätzen, da mit Security. Die Schwarzmarkthändler, ja, die haben einen daneben gestellt, neben den Drucker, der aufpassen muss, dass der Drucker funktioniert. Und so hat man wieder eine Arbeitsstelle gesichert. Das ist alles nur unfassbar. Nee, aber das Gemeine daran ist ja,
Wir kennen das ja von so Firmen, die solche Geräte hier herstellen, solche Handys, Telefonapparate, Smartphones. Die bezahlen ja Leute, die da campieren vor ihren Geschäften, damit die Schlange groß aussieht. Also wenn ein neues Produkt rauskommt, ein neuer Film in den USA rauskommt, dann werden Menschen aufgefordert, geködert, irgendwie honoriert dafür, dass sie nächtelang da schon campieren, damit diese Bilder dann weltweit irgendwie gedruckt werden und verbreitet werden, dass das Produkt besonders begehrt aussieht. Ich finde das... Das ist so bei Justin Bieber, da übernachten die auch. Insofern müsste die Stadt Essen das vielleicht einfach mal drehen. Die muss sagen, hey, wir sind unsere Kfz-Kennzeichen sind der Justin Bieber der Autobranche. Ja, klar. Positiv Nein, ich finde das aber schön, weißt du hast halt viele Leute, die haben nichts zu tun, die haben keinen Job, was können die machen? Ja. Und dann kannst du die für sowas. Wobei jetzt super. Meine Frage ist, damit, dass dann ist wie Flaschen sammeln, ist genau. Auch in Ordnung. Ich habe mich seit 2006 gefragt, wann wird Flaschen sammeln in Deutschland endlich so zertifiziert und zum Ausbildungsberuf? Das ist ja unser Trend, dass das dann so Recycling-Experte. Nee, Steuern. Das ist ja so, dass wahrscheinlich einer kommt und sagt, hör mal, von dem Pfand kriege ich aber jede sechste Flasche zu den Steuern. Ja. Das ist so sicher. So, jetzt aber dein Typ. Mein Typ der Woche. Ich habe auch zwei diesmal. Oh. Einmal habe ich Toto und Harry. Ich bin so froh, dass du mir den gelassen hast. Oh. Erzähl den wenigen, die nicht wissen, wer die beiden sind. Toto und Harry, die beiden Polizisten aus Bochum, die zusammen auf Streife gehen, zusammen in Urlaub fahren, sind kein Paar mehr. Das ist wie Brangelina aus Bochum, aus dem Ruhrgebiet. Sind getrennte Leute, zumindest Toto mag Harry nicht mehr oder Harry nicht mehr Toto, ich weiß nicht. Hat sie auseinandergelebt. Aber beide sind noch weiter bei der Polizei und passen auf. Das nur als Erwähnung, weil eigentlich... Moment, ganz kurz. Man hat sich auseinandergelebt. Es gab mal das Satanisten-Ehepaar Ruder. Die hatten einen Menschen aufs Grausamste umgebracht. Ja, die haben sich auseinandergelebt. Dann wurden die in zwei unterschiedliche Haftanstalten verbracht. Frauenknast, Männerknast. Und haben sich auch scheiden lassen. Sie hat gesagt, wir haben uns auseinandergelebt. Das fand ich irgendwie... Ja, das war auch bedrückend. Nee, aber eigentlich ist mein Typ ein ganz anderer. Und einer, von dem man nicht erwartet. Oh. Das ist Thomas Eiskirch. Der ist Bürgermeister Oberbürgermeister in Bochum auch. Und der hat genau diese Initiative hier, kommt nach Bochum, Menschenfahrt in diese Stadt. Die Initiative kann die nicht, die ist wahrscheinlich nicht so dolle. Aber was der gemacht hat und was ich extrem beeindruckend finde, der hat das Geld aus der Sparkasse in die Stadt geholt. Also die Gewinne der Sparkasse hat der in die Stadt gebracht, in den Stadtetat und ohne so ein Theater wie in Düsseldorf, wo die gesagt haben, so, was, die Sparkasse muss Geld abgeben, wie ist das toll? Das war toll. Das zweite war toll. Der hat es geschafft, in so einer Kommune den Aktienverkauf der RWE-Aktien durchzusetzen. Hammer. Habe ich nicht erwartet, finde ich schwer beeindruckend. Und ist das denn Hau weg mit Schaden oder so? Also wenn man jetzt die Aktien von RWE, die sind dann doch nichts mehr wert, oder? Das Schlimme dahinter ist, wenn du die Aktien behältst, wird das immer schlimmer, es wird nicht immer besser. Okay, weißt du? Und er hat jetzt gesagt, nee, wir verlassen das und hat damit die Stadt zukunftsfähig gemacht. Finde ich schwer beeindruckend. Schwer beeindruckend finde ich der Dritte. Der hat auch noch da gesagt, er will in seiner Stadt nicht mehr Steuern erheben. Er will nicht mehr Gewerbesteuern. Aha. Und das finde ich auch schwer beeindruckend. Du hast halt im Ruhrgebiet die ganze Zeit immer diese Spirale, wir können noch ein bisschen an der Gewerbesteuer drehen. Weil der Grundsteuer B auch noch. Ja. Und da bricht er das. Und das finde ich außergewöhnlich. Und ich habe den schon gefragt, ob der mal mit mir ein Interview macht, weil ich möchte mal von ihm hören, wie das kommt. Der war vorher Landtagsabgeordneter, der Thomas Eiskirch. Der ist relativ jung. Der hat fast eine abgeschlossene Berufsausbildung. Er hat es geschafft, sich gegen den größten Gegenkandidaten aller Zeiten durchzusetzen, gegen Wolfgang Wendler. Das muss er erstmal bringen. Also fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ey. Durch damit? Hast du noch einen? Nee, ich habe noch was anderes. Was hast du denn da? Ich habe hier eine Karte mitgebracht. Ich habe eine Karte mitgebracht aus Essen. Und diese Karte aus Essen, die möchte ich mal gerne zeigen. Alles ist braun und zwei Stellen sind blau. Was heißt das? Das ist eine Karte, da geht es bei der Karte um Geld. Und zwar, wo sind gute Quartiere, wo kann man mit Immobilien Geld verdienen und wo kann man kein Geld verdienen. Der Riss durch diese Karte, das ist Essen. Das Schöne ist, ich sehe da oben, die Hälfte der Karte sind weiß. Die weißen Bezirke. Da muss ich jetzt kurz erklären. Unten hast du so braun gestreifte Bezirke. Unten die braun gestreiften Bezirke, da wird Geld verdient. Ja. Da sind Immobilien was wert, steigen im Wert, sind gut. Dann gibt es hier oben weißen Bereich. Da ist, komm weg. Da sind die Immobilien nichts wert. Und da steht,
Stadtviertel mit unterdurchschnittlicher Preisentwicklung. Die Linie zwischen den beiden ist ungefähr die A40. Mhm. Und ich trage das schon ziemlich lange mit mir rum, diese Karte. Und ich finde das ziemlich spannend, weil das beschreibt in meinen Augen alles, was wir in NRW an Problemen haben. Ja, aber bei mir ist das gerade ein ganz blödes Thema, weil ich habe eine Vermieterin schon seit über 10 Jahren, die wollte mir neulich kündigen wegen Eigenbedarfs. Sie wollte ihren Seniorensitz da nehmen. Mhm. Das ist völliger Wahnsinn gewesen. Und dann kam sie mit so einer komischen Formulierung, wir können auch einen Aufhebungsvertrag unterschreiben. Und dann dachte ich mir, hey, Aufhebungs- oder Alte? So, jetzt hat sie mir halt die Miete erhöhen wollen um satte 30%. Und in dem Moment, wo ich mich zu dir setzte, steht hier, Vermieterin, verpasster Anruf. Also vor 41 Minuten, da rufe ich gleich mal zurück. Also das trifft aber Leute dann auch. Aber es gibt Leute, die wollen in diesen weißen Gebieten auch noch Geld. Oh, jetzt habe ich das Mikrofon gehauen. Die wollen in den weißen Gebieten auch noch Geld machen. Das finde ich fürchterlich. Ja, ich finde 30% Mieterhöhung. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss mal einen Mietspiegel besorgen. Ich habe auch noch, wenn du schon mit Faltzetteln kommst, komme ich auch. Hier, die WAZ-Leserumfrage 2016. Oh, super, lest mal da die kann besten. Was kann man denn da gewinnen? Ich glaube, da kann man eine Ruhrtop-Podcast. Wie viele Fragen sind da? Hammer, ne? Das ist quasi, also da machst du zum zweiten Mal Abitur. Das sind 3 Seiten voll mit Fragen. Man kann einen Picknickkorb gewinnen. Geschlecht muss man erfahren. Ich werde da mitmachen. Ich mache sowas sehr, sehr gerne. Sollen wir da zusammen eben ausfüllen? Nee. Boah, das sind aber doofe Fragen. Ne? Ja, wie zufrieden sind Sie mit dem Kundenservice? Was sind Fotokursen? Warum denn Fotokurse? Welche Abo-Vorteile haben Sie Fotokurse? Ich will keinen Fotokurs bei der WAZ machen. Also es gibt gute Fotografen, aber ich will keinen Fotokurs. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität weißt du, der WAZ? Immer noch, bist du noch Papier? Schönes Papier. Bist du noch Papier-Zeitungsleser? Ja, selbstverständlich. Ja, ich auch, weil ich lese die WAZ immer vom Wachwerden. Also das heißt, ich lese nicht so lange. Wach, ja. Ich fange mit dem Lokalteil der WAZ. Ich gebe es zu, ich wohne in diesem Fest Recklinghausen, was so bruchstückhaft übernommen wird von einem anderen Verlag. Bauer. Damit lese ich mich warm. Arbeite mich dann zum intellektuell herausfordernden Hauptteil durch, dann bin ich irgendwann hellwach und wenn ich das dann bin, ja, dann lese ich noch eine andere Zeitung, die ein größeres Format hat. Also ich lese die WAZ übrigens immer noch sehr gerne. Ja. Und ich finde, der Lokalteil ist sogar richtig gut Bottrop, geworden. Hallo. Bottrop hat die WAZ einen Marktanteil von 130%. Ja, wegen der ganzen Aussehen, wegen dieser Übersee-Bottropper, die Zeitung da auch noch lesen. Ich will noch mal zum Abschluss was sagen, hier war meine schöne Karte, ne? Wo du gerade gesagt hast, dass Leute im weißen Bereich nur Geld verdienen wollen. Ja. Ich finde, glaube ich, das wichtig, dass Leute da Geld verdienen können. Natürlich. Weil wenn die Geld verdienen können, investieren die in Häuser. Wenn in Häuser investiert wird, wird das in den Häusern besser. Naja, egal. Darüber wollen wir uns jetzt nicht mehr weiter streiten. Wir gehen ins Wochenende. Was wir machst du am Samstag? Also wir werden zwar später gehört werden, aber jetzt sind wir Freitag und morgen ist Samstag. Was machst du morgen? Ich gehe morgen nach Münster. Oh. Nee, da ist der B-Side Festival in Münster. Das ist so ein Kunst-Kultur-Festival. Und das gucke ich mir an. Im Münsterer Hafen. Das ist nicht so weit weg. Ja, der Hafen ist auch gentrifiziert, ne? Also ich kenne den Hafen noch, als der anders war. Nein, die kämpfen dagegen. Also die sind gegen Gentrifizierung. Ah, okay. Ich sag dir, Gentrifizierung, da bin ich so für. Ne? In Bottrop gentrifiziert, das wäre mal richtig gut. Ja, dazu dann sage ich das auch noch. Also Gentrifizierung in der Dortmunder Nordstadt heißt, dass die Pennerstadt mit Aldi-Tüten mit Douglas-Taschen durch die Gegend laufen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also er geht nach Münster, ich schaffe es nur in den Ruhrkongress nach Bochum und bin da Gast beim SPD-Landesparteitag. Was heißt denn Gast? Musst du auftreten? Nee. Also ich habe da online wieder. Ich habe einfach geklickt, wollte sie teilnehmen. Die nehmen da jeden als Gast. Also so, es gibt noch bessere Gäste, die werden von der Partei eingeladen. Ich habe mich jetzt quasi selbst eingeladen per Klick. Und dann sitze ich in den hinteren Reihen und gucke mir an, wie Hannelore Kraft gut gelaunt mit 98% zu irgendwas gewählt wird. Ich glaube auch. Glaubst du, die haben eine Alternative? Nö, es geht ja nur immer um die Prozente. Also wenn du ohne Gegenkandidat, also Gabriel hat ja mal als SPD-Vorsitzender, was hat er beim letzten Mal bekommen? 65% oder so. Also das war so die Arschkarte. Ja, und da glaube ich, da wird Hannelore ihn nochmal schlagen. Hast du irgendwelche Fragen, die ich da einbringen soll? Ich sehe die ja alle. Eigentlich nicht. Eigentlich würde ich, also eine Sache interessiert mich, was ist mit Gerald Dün? Ja, den frage ich mal. Das finde ich interessant. Der Wirtschaftsminister, der sich beharrlich weigert, in den Landtag zu gehen. Zurückzugehen. Das finde ich interessant. Und was ich noch interessant finde, was eigentlich ist mit irgendwelchen Industrieansiedlungen?
Das finde ich auch interessant. Logistik, alles Logistik. Dann. Logistik. Okay, das war's für heute bei Wir und Heute, Wochenende von uns mit David Schraven und Martin Kais. Auf Wiedersehen, wir hören uns dann nächste Woche. Ich glaub,